mit den Engeln auf den Weg ins Bewusstsein der Klarheit und inneren Sicherheit. Herzlich willkommen zu deiner, meiner, zu unserer gemeinsamen Sternstunde. Ich bin Alexandra, deine Mentorin, dein Medium, deine Heilerin, Expertin für Mut und ich unterstütze dich auf dem Weg in dein volles Potenzial. In dem Beruf, für den du wirklich vorgesehen bist. Die Welt wartet auf dein Licht, deine Sternstunde. Schön, dass du dabei bist und bereit bist zu strahlen. Schön, dass du heute dabei bist und dich für das Thema Engel interessierst. Und Engel können nämlich viel, viel mehr als dir einen Parkplatz besorgen. Vielleicht lächelst du jetzt bei dem Thema Parkplatz besorgen, aber wer kennt das nicht? Oder ich höre es in meiner Laufbahn ganz oft, dass Menschen mir sagen, naja, und mit dem Parkplatz bestellen, das hat auch geklappt. Aber weißt du, Engel können noch viel, viel mehr. Und ich möchte mit dir ein bisschen darüber reden, was sind denn Engel überhaupt und wie komme ich überhaupt dazu, jetzt mit dir so darüber zu reden? Wenn du meinem Podcast ein bisschen folgst, dann hast du schon mitbekommen, dass es ein Kartenset gibt, was Herzöffner heißt. Und darüber erzähle ich auch gleich ein bisschen mehr, warum, wieso, weshalb ich dieses Herzöffner-Kartenset entworfen habe und wieso es so viel mehr als ein normales Kartenset ist. Das ist nämlich auch ein Kartenset, was dir selber hilft, in ein spirituelles Bewusstsein einzutauchen. Du kannst dieses Kartenset auch nutzen, um mit anderen Menschen daran zu arbeiten, wenn du zum Beispiel selber als Coach oder Heiler arbeitest oder. In erster Linie habe ich es aber entwickelt mit einem Audiokurs, damit du auch in eine spirituelle Entwicklung gehen kannst. Ich bin in diesem Jahr eingeladen worden, auf einem Hexenkongress zu sprechen. Und als ich die Einladung bekommen habe, habe ich so gedacht in mir, ob das wohl das Richtige ist. Und ich habe gemerkt, dass ich mich so ein bisschen an dem Wort Hexe gestört habe. Für mich war es so ein bisschen erstmal in Gedanken dunkel behaftet und ich wusste gar nicht so recht, damit umzugehen. Und dann ist mir ja so eine kleine Anekdote aus meinem Leben, aus meinem Arbeitsalltag eingefallen. Ich habe einen Klienten gehabt, der auch ein Freund geworden ist. Und wir haben mal eine Zeit lang regelmäßig telefoniert. Und er hat dann immer über seine Probleme gesprochen in verschiedenen Bereichen. Und ich habe ihm oft aus der geistigen Welt etwas dazu gesagt. Und dann hat er mich oft Stunden später und einen Tag später angerufen und hat gesagt, du Hexe. Und da war das Wort Hexe gar nicht so negativ behaftet. Es war so ein bisschen spaßig gemeint. Was er aber damit gemeint hat, ist, dass wie aus Geisterhand manchmal Situationen verzaubert waren und völlig anders als wie die Situation noch mit einer gewissen Problematik behaftet war. Und das ist mir eingefallen und das fand ich eben auch sehr, sehr schön, dann das Gefühl zu bekommen, okay, ich kann auf einem Hexenkongress sprechen, weil Engel können ja auch wunderbar verzaubern und hexen. Ich habe irgendwann in einem Call auch Teilnehmer, mit denen ich regelmäßig arbeite, gefragt, naja, wie würdet ihr mich so im Hexenkongress sehen? Und wäre das was für mich? Und wir haben das dann so ein bisschen auseinandergenommen. Und da hatte dann eine Teilnehmerin auch gesagt, naja, es hat ja ein bisschen was mit Zaubern zu tun.
Und das mache ich natürlich sehr, sehr gerne, mit dir daran arbeiten, deine Situationen, die für dich belastend sind, zu verzaubern, sodass du Magie und Wunder erkennen kannst dahinter. Und im Netz sind gerade die Wörter Magie und Wunder, die werden so sehr angepriesen. Und die Menschen vergessen dann oft, okay, dazu gehört auch, dass du wirklich an deinen tiefen, tiefen Themen arbeitest. Also das ist erstmal so ein bisschen der Grund, weshalb ich den Podcast mache. Engel können noch viel mehr als dir einen Parkplatz besorgen. Und Armin sagt immer so, wenn er mich irgendwo vorstellt, ja, weißt du, Alexandra, macht nicht so ein Engel-Dings. Also er will damit eigentlich sagen, wie kostbar die Arbeit mit den Energien der Engeln ist, weil er sie natürlich auch selber schon sehr oft erfahren hat. Klar, er lebt mit mir zusammen, da hat er wirklich auch schon viel erfahren darüber. Er ist bei Aufstellungsarbeiten dabei und er will eigentlich damit ausdrücken, das ist etwas so Kostbares und etwas so Heilendes und Wunderbares, dass es kaum Worte dafür gibt. Und das, was ihn vielleicht manchmal stört und mich auch, ist, dass wenn du über Engel redest, die Menschen so sagen, so nach dem Motto, alles klar, träum weiter, Engel gibt's nicht. Geschweige denn, dass sie überhaupt was bewirken können. Und ich finde, an Engel muss man gar nicht so glauben, weil du kannst die Energie der Engel mit dem Kopf gar nicht verstehen. Diese feinstoffliche Energie, die kann dein Kopf, dein Ego gar nicht greifen. Aber du fühlst sie und dein Herz fühlt die Energie. Und das ist das, wenn ich sage, geh in Verbindung mit dir, geh in Verbindung mit deinen Gaben und mit deinen Talenten, dann heißt das, Verbindung erschafft ja erstmal die Energie, dass du fühlen kannst. Und mein Kartenset heißt Herzöffner-Kartenset, weil das ist die Bedingung auch, dass dein Herz sich öffnet, damit du die Energie auch empfangen kannst. Das heißt, du musst eine Entscheidung treffen. Ja, ich will die Energie empfangen. Und in meinem Buch, was ich sag mal irgendwann in diesem Jahr fertig wird, das hat sich durch die Zeit, die wir gerade haben, auch sehr verschoben. Aber im Buch erzähle ich so meine wirkliche Geschichte. Und meine wirkliche Geschichte ist die, also ich bin Löwe, Aszendent, Jungfrau, für alle, die im Human Design sich auskennen. Ich bin MG, 4-6, emotionale Autorität. Und naja, Aszendent Jungfrau, da wissen die meisten Menschen auch, ich bin sehr strukturiert und geordnet und liebe natürlich auch die Heilung zu bringen. Aber weißt du, das ist manchmal vor vielen Jahren mit meinem Kopf nicht so übereingekommen. Da bist du super strukturiert im Kopf und dann arbeitest du mit Engeln und wie willst du das den Menschen erklären? Weil eine Erklärung geht gar nicht, aber dennoch findet ja Herzöffnung und Erleuchtung über den Verstand statt. Das heißt, dein Verstand will oft Erklärungen haben, weil er dann viel leichter den Zugang findet. Und das finde ich eben auch so klasse für dich zu wissen, es gibt im Reich der Engel schon einiges, was dein Verstand verstehen kann. Und es gibt schon etwas, wo es eine göttliche Ordnung gibt, wo es eine systemische Ordnung gibt und wo es eben auch, vergleichbar ist mit der menschlichen Ordnung. Und ich habe voll Bock darauf, mit dir darüber zu reden. Und wenn dein Verstand das versteht, dann lässt er sich vielleicht auch auf das Gefühl ein. Und das Wort Engel ist abgeleitet, ich glaube, vom griechischen Angelos.
was der Bote bedeutet. Und Engel sind ja Boten, Botschafter der göttlichen Energie. Und da gibt es eben eine Rangordnung, eine systemische Ordnung. Und die will ich dir auch gerne in dein Herz geben oder deinem Verstand erstmal anbieten. Wie sieht das denn überhaupt aus? Und wenn dein Verstand das verstanden hat, dann macht er vielleicht auch gar nicht mehr so zu. Und deshalb habe ich aus dieser ganzen Geschichte meinen neuen Kurs entwickelt, der am 9.6. anfängt, mit den Engeln auf den Weg ins Bewusstsein der Klarheit und inneren Sicherheit. Und ich finde wichtig, also manche Sachen, die will ich auch echt verstehen. Und wenn ich sie verstehe, dann bringt es mich auch weiter. Aber oft wird ja so im Kreise der spirituellen Menschen immer gesagt, wir brauchen den Kopf nicht und wir brauchen kein Verstehen. Du musst einfach nur fühlen. Ich habe da eine ganz andere Meinung und eine ganz andere Haltung zu, weil ich einfach gemerkt habe, mit dem nur Fühlen klappt es nicht immer. Du musst einfach dranbleiben und du musst einfach tun. Und ich weiß, dass jetzt ein paar einfach angepisst sind über das Wort du musst. Wenn du aber musst in der Liebe, weil du weißt, es geht gar nicht anders, dann hat es einen ganz anderen Charakter. Du meinst doch mit dem Wort musst bestimmt, wenn du etwas machen musst, wo du gar keinen Bock drauf hast. Und wir müssen auch aufs Klo gehen, da haben wir oft gar keine Zeit zu. Da rede ich aus eigener Erfahrung, weil ich früher in meiner Arbeit, wenn ich aufs Klo musste, das echt auch mal unterdrückt habe, weil ich musste ja arbeiten. Heute sage ich einfach, du, ich muss mal auf Klo und gehe dann auf Klo, ganz unspektakulär, und arbeite dann weiter. Und vielleicht schaust du auch einfach mal, warum manche Wörter negativ behaftet sind und wie du sie auch drehen kannst. Also, ich komme wieder zurück zu dem Thema Engel, woher der Name Engel entstanden ist. Und wenn du anfängst, dich mit der feinstofflichen Energie zu befassen und zu beschäftigen, dann wird dir ein heilloses Durcheinander vielleicht begegnen. Weil es gibt Engel, es gibt Erzengel, es gibt aufgestiegene Meister, es gibt Metatron, es gibt Cherubin und es gibt die Naturgeister, es gibt die Seelen, die Astralwesen, es gibt Erdengel, dann ist der Schutzengel noch da. Und es braucht einfach ein bisschen, ja, bis du da Ordnung in dir auch finden kannst, weil du ja auch schauen kannst, hey, wo hast du denn deinen Bezug dazu? Und es gibt wirklich Tierkreiszeichen oder Sternzeichen, die haben einen Bezug zu bestimmten Engeln ganz intensiv. Und das hat auch einen Grund so. Das hat auch mit deiner Konstellation zu tun. Und es gibt eine geistige Ordnung und es gibt eine irdische Ordnung. Und über all das will ich mit dir in meinem neuen Kurs reden und nicht nur reden, sondern arbeiten. Das ist ein 5-Wochen-Kurs, in dem ich richtig, richtig viel mit dir bewegen will und mit dir angehen will. Und gleichzeitig habe ich so den Anspruch, wie gesagt, weil ich einfach total Bock darauf habe, dass du unglaublich viel Wissen bekommst. Und in meinem Kartenset, in meinem Herzöffner-Kartenset bekommst du im Audiokurs auch sehr, sehr viel Wissen vermittelt und das Buch parallel dazu wird gerade geschrieben und fertiggestellt und irgendwann bekommst du das auch, damit du
ja, nachlesen kannst und den Kopf auch damit befüllen kannst. Und mit den Audiodateien, die es im Kurs gibt, die kannst du einfach auch von der Energie her mit meiner Stimme direkt in dein Herz fließen lassen. Und du wirst merken, dass sich schon während des Hörens etwas tut und verändert. Ich will einfach mit dir auch darüber sprechen, über die Erzengel, über die Engel, über die aufgestiegenen Meistern. Ich will direkt arbeiten mit dir in deinem Thema, was du gerade hast. Wir arbeiten hier an Zweifel, an mangelndem Vertrauen, an Ängsten. Und weißt du, Engel haben keinen stofflichen Körper. Und Engel unterliegen überhaupt nicht dem Gesetz der Materie. Engel bewegen sich frei durch Raum und Zeit. Und vielleicht haben deshalb die Engel manchmal Flügel oder werden mit Flügeln dargestellt. Wenn ich Engel sehe, sehe ich sie als Energie und Farbe. Und das ist schon Wissen, was manchmal gut tut. Also ich habe viele Menschen, die kommen zu mir und sagen, boah, Alexandra, ich sehe immer sowas Blaues oder ich sehe immer sowas Lilafarbenes oder immer sowas Grünes. Und wir nehmen das Ganze dann so ein bisschen auseinander, so dass die Menschen dann wissen, oh wow, ich habe eine Verbindung zu Erzengel Raphael, das kann ja wohl nicht sein. Und die haben dann so viele Erkenntnisse im Arbeiten, dass die Kunden richtige Erkenntnisse und wunderbare Erfahrungen haben. Und Engel transportieren so ganz in voller Leichtigkeit Themen, ja, vom Dunklen ins Lichtvolle. Und gerade jetzt ist es so Zeit, weil wir so eine wüste Zeit haben, und der eine spricht vom goldenen Zeitalter, der andere spricht von einer großen Transformationszeit und dass sich so sehr viel ändert. Manch einer beschwert sich darüber, dass wir im Netz immer die gleichen Worte haben. Aber weißt du, mach dich mal ein bisschen frei davon und chill so ein bisschen. Ich sag gleich auch noch was zu den astrologischen Konstellationen. Es ist super geil, dass die Menschen genau darüber reden, weil das ist Zeitqualität. Es gibt so viele Menschen, die fühlen das gerade, wo die Reise hingeht. Und wie toll ist es, dass es so viele Menschen gibt, die eine Vision haben. Es gibt aber auch viele Menschen, die gar keine Vision haben, die einfach feststecken. Wir haben gerade eine Zeit, die uns sehr, sehr lehrt, dass wir in Veränderung gehen müssen. Und das Problem ist einfach, eine neue Zeit erfordert auch, dass du in einer neuen Energie arbeitest. Es gibt aber so viele Menschen, die Neues wollen und stecken selber in einer alten Energie fest. Und dann erreichst du nichts, weil das stößt oft aufeinander und aneinander und führt zu Reibungen und dann passiert und bewegt sich einfach nichts, gar nichts. Neue Zeiten erfordern, dass du als Mensch deinen göttlichen Wesenskern erkennst, aber dass du deine Energie bodenständig hier auf die Erde transportiert bekommst. Du kannst deinen Himmel auf die Erde holen, ganz bodenständig. Das heißt, die Energie arbeitet und fließt durch dich. Dennoch, ja, musst du einfach auch in dir für deine innere Ordnung sorgen. Das hört sich jetzt vielleicht mega kompliziert an. Die Arbeit mit den Engeln ist aber eine Arbeit, wo es leicht gehen darf. Es darf leicht gehen und es darf total Freude machen. Und wenn du in so ein bisschen Scheiße feststeckst und nichts bewegt sich mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Den Spruch kennst du auch, der kommt gerade so aus mir raus. Und Engel geben dir gerne Licht.
In dem Herzöffner-Kartenset spreche ich über die 12 göttlichen Strahlen. Und ein göttlicher Strahl enthält eine Engelenergie, eine Energie des aufgestiegenen Meisters und enthält auch viele Aspekte. Und wenn du dich damit befasst, dann wird sich in deinem Leben etwas bewegen. Und manche Menschen sagen, Mensch, Alexandra, seitdem ich damit arbeite, geht's mir irgendwie auch schlechter. Und ich freue mich dann, weil du fühlst dann deine Schatten. Du fühlst dann, wo du wirklich feststeckst. Und dann kann's weitergehen. Und das ist auch eine Sichtweise, dass du in dir schauen kannst, mithilfe der Engel, mithilfe der geistigen Welt. Wie kann ich mich bewegen? Das heißt, es darf ja geschaut werden, was trägst du für Masken, die du überhaupt gar nicht erkennst? Welche alten Verhaltensmuster halten dich von dem ab, was du wirklich, wirklich willst? Welche Gefühle willst du loslassen? Auf welche Gefühle hast du überhaupt gar keinen Bock mehr? Und welche Gefühle erinnern dich immer an schmerzvolle Erfahrungen? Verstrickungen, das ist was, was ich in den letzten 2 Jahren total intensiv erlebe. Die Menschen stecken in Verstrickungen fest und die Verstrickungen gehen in Kombination mit alten Familienmustern. Das kreiert oft eine Schwere und da arbeitet die Energie der Engel, die feinstoffliche Ebene auch ganz wunderbar. Engel stärken dein Selbstbild. Engel stärken dein wahres Sein. Und du darfst dich wieder erinnern an dein wahres Sein. Auch Visionen, die du mal hattest, die durch Erlebnisse vorgefallen sind. Also deine Vision darf einfach wieder gestärkt werden. Du darfst aufwachen im Inneren. Und ich rede hier nicht darüber, dass Engel sagen, wache auf. Nein, Engel führen dich Schritt für Schritt an deinen Prozess, in deinen Prozess. Und weißt du, Prozesse sind wie Geburten. Und eine Geburt ist einfach so, dass du im Mutterleib bist, die Mama hat dann Wehen, die Mutter hat Wehen, das Kind kommt auf die Erde, wird dann empfangen und viele Menschen sind überhaupt nicht bereit, ihre Vision zu empfangen oder viele Menschen achten und ehren auch gar nicht ihre Schritte, die sie erreicht haben im Leben. Und das eben finde ich total wichtig. Wenn du nur damit beschäftigt bist, das Schlechte zu sehen, wenn du nur damit befasst bist, zu motzen, zu lästern über andere, weil dein Klugscheißer-Ich und dein Arsch-Ich das ja so viel besser wissen, was irgendwie Sache ist, du, dann verbinde dich einfach mit der Energie, die dich auch unterstützen will. Engel nehmen immer ganz liebevoll Schleier weg und für mich ist die Arbeit mit den Engeln eine Arbeit, die dein Bewusstsein absolut anhebt, die so wirklich an allem vorbeigeht, die Energie anhebt und das ist etwas Wunderschönes, die Macht der Liebe zu fühlen und wenn du wieder eintrittst in deine Macht der Liebe, dann ist das unglaublich. Das heißt, wir schauen in dem Kurs auch oder das, was Engel generell auch machen. Wie kommst du denn in die Umsetzung und ins Tun? Und ich meine, das Tun, was für dich gerade ansteht zu tun und nicht, was du denkst, was dir irgendwelche Marketing-Gurus draußen erzählen oder was dir überhaupt Gurus erzählen, was du tun musst. Es geht in deinem Leben um dich. Das steht auf allen Kartensets bei dir hinten drauf, damit es dir bewusst wird. Es geht um dich. Ich habe das Ich eingeklammert. Es geht um dich, um dein Ich, um dein Strahlen. Und Menschen suchen oft die schnelle Lösung. Und die schnelle Lösung ist, die kann mal sein, ein Quickie kann mal sein, ist in der Sexualität genauso. Dennoch bringt es ein
stärkeren, erfüllenderen Effekt, wenn du erfüllt bist mit dem, wo gerade auch viel Energie reingeht. Also verzeih bitte, wenn ich im Thema Engel den Vergleich zur Sexualität bringe, da zucken immer ganz viele zusammen und denken, oh, darf das denn sein? Oder manchmal begegnen mir auch so Fragen, ja, gucken Engel denn beim Sex zu? Du, das ist klar, dass ein Ego solche Frage in sich hat, dass der Kopf, der Verstand die Frage geklärt haben will. Aber glaub mir, was hat ein Engel davon? Also, wenn du dich mal so fragst, ich glaube, die haben ganz andere Sachen im Kopf, als dich beim Sex zu beobachten oder. Mensch, das ist doch eine ganz andere Ebene. Und den Vergleich habe ich einfach nur gebracht, damit du so ein bisschen das auch in den Vergleich bringen kannst. Das kann mal schön sein, dennoch bringt die Erfüllung, glaube ich, was anderes. Also nach solchen Äußerungen im Podcast erreichen mich immer viele E-Mails mit Ansichten. Ich will ja einfach nur dich anleiten, deine eigene Sicht zu finden. Und weißt du, wenn es für dich ist, 100 Quickies in einer Woche zu haben, finde ich das super, finde ich total klasse. Ich wollte dir damit was anderes sagen. Also, dein emotionaler und geistiger Zustand wird durch deine Schwingung auch bestimmt. Und deshalb ist es so wichtig, wenn wir von Bewusstseinsarbeit reden und wenn wir von Persönlichkeitsentwicklung reden, dann darfst du schauen, in welcher Schwingung bist du überhaupt. Wenn du Angst hast, wenn du dich ohnmächtig fühlst, dann ist deine Schwingung eine extrem niedrige Schwingung. Und in meinem Buch schreibe ich auch über meine Ängste. Das heißt, ich weiß es, wie es sich anfühlt, wenn du in dieser niedrigen Schwingung drin steckst. Es bewegt sich nichts mehr und es erfordert oft auch einen enormen Kraftaufwand, das anders zu sehen und in eine andere Energie zu gehen. Und so ist es mir eben auch ein bisschen gegangen. Und ich habe auch gelächelt bei meiner ersten Engelbegegnung. Und dann ist mir aber eingefallen, boah krass, das hatte ich als Kind so oft und ich habe es einfach vergessen. Wir Menschen haben so einen Schleier des Vergessens in uns. Und den haben wir auch das ganze Leben in uns. Und wenn wir traumatisiert sind als Menschen, dann ist das Vergessen auf dieses Ereignis, was das Trauma kreiert hat, also ich rede hier wirklich aus energetischer Sicht, manch einer vergisst das, drückt das weg oder hängt in einer Schleife fest. Und deshalb ist es so wichtig, auch wirklich daran zu arbeiten. Geistige Ebenen unterstützen dich, dass du dein Bewusstsein anhebst, dass du dein Bewusstsein veränderst, dass du dein Bewusstsein transformierst und auch aus so einer ganz liebevollen Absicht, dir steht jetzt im Leben das zu, weshalb du hier angetreten bist. Und es gibt so, so viele Sachen, die halten dich davon ab, das zu tun, warum du hier angetreten bist auf der Reise. Und dann beginnt deine Reise. Dann ist das wie eine Geburt. Du darfst schauen, was braucht es alles, um überhaupt in die Welt der Wunder oder in die Magie einzutreten, darfst du mit dir und in dir arbeiten. Und das mache ich in meinen Sitzungen wunderbar mit der Kraft der Engel. Weißt du, und ich rede gar nicht darüber. Ich arbeite und die Menschen fühlen, dass sich etwas verändert. Und das ist das Wichtige, dass das Gefühl sich verändert. Und klar, du kannst nicht auf der Couch liegen und warten, dass das immer so bleibt. Du als Mensch hier im Irdischen, und deshalb gibt es die universellen Gesetze, darfst dafür sorgen, dass du deinen Teil dazu beiträgst, dass deine Energie
im Bewusstsein auch angehoben ist. Ja, und dass deine Energie auch überhaupt das kreieren kann, was für dich vorgesehen ist. Das hört sich immer alles so leicht an. Und ich sage, nein, das ist nicht immer leicht. Das ist manchmal ein wirkliches Reflektieren, in die Tiefe schauen und bereit sein, das überhaupt anzunehmen. Wenn du immer nur in so einer Pushy-Energie bist, dann wirst du irgendwann aufprallen auf dem Boden und du siehst, dass dann auf der Erde trotzdem Dinge erledigt werden müssen. Du musst hier auf der Erde als Mensch zurechtkommen. Wir können noch nicht fliegen. Geistig können wir fliegen und im Flugzeug können wir fliegen. Und wir können uns geistig auch in andere Ebenen bewegen. Der eine nennt das Meditation, der andere nennt das Heilreisen. Und das sind alles Dinge, die du üben darfst. Du darfst lernen, die göttlichen Impulse auch umzusetzen. Engel machen Gott erfahrbar. Und Engel begleiten die Menschen zurück in die Einheit, mit Gott. Und in der Einheit mit Gott zu sein, heißt nicht, dass du an Engel glauben musst oder. Das ist ein Gefühl, eins zu sein mit dir. Und deshalb ist das Wort Engel auch manchmal behaftet im Verstand. Und ich freue mich einfach, dir Wissen zu vermitteln, was du tun kannst, ohne dass du vielleicht an Engel glaubst. Und deshalb sage ich, sie können viel, viel mehr als dir einen Parkplatz besorgen. Wir haben im Moment eine super, super schöne, interessante Konstellation, Jupiter im Zeichen Widder. Und das steht gerade so am Übergang Fische zum Zeichen Widder. Ich habe vorhin die Geburt genannt und die Energie ist wie eine Neugeburt. Es darf etwas Neues beginnen in dir. Und weißt du was? Manchmal reicht es schon, wenn du als Mensch einfach neue Gedanken bekommst. Das muss nicht unbedingt ein neues Business oder sein. Es geht wirklich um die Energie. Und wenn du schon neue Gedanken hast, ist das einfach ein Träumchen. Dann gibt es Konstellationen, die einfach sagen, entfalte dich. Was willst du entwickeln? Was ist deine Seelenaufgabe? Öffne dich für deine Stärken und vor allen Dingen öffne dein Herz und bleibe dran. Dein Herz weist dir den Weg. Wenn du aber deinen Impulsen nicht folgst und wenn du irgendwie so zerstreut bist, dass du jede Sekunde einen anderen Impuls hast und du in deinem Schatten auch verankert bist, dann wird dich das irgendwie irre machen und du gehst jedem Impuls nach und keiner kommt zum Tragen, weil du deine Energie nicht wirklich ausrichtest. Und da unterstützen wir in der Herzkanal About Me Akademie. Also, du siehst, dass wir als Herzkanal darauf bedacht sind, dass du dein Bewusstsein anhebst und ja, dass du fokussiert bist und dass du auch, also auch Affirmationen dürfen ja funktionieren und dürfen ja auch gut laufen. Bist du aber nicht in der Energie, dann affirmierst du dir einen Wolf und bist am Ende des Tages auch total frustriert. Und darüber schreibe ich auch in meinem Buch, aber ich glaube, du hast jetzt so ein bisschen die Vorstellung, was kann alles gehen und was bewirkt die Engelenergie. Und wie sind denn Engel für dich? Also wenn dir ein Mensch begegnet, der dir was Gutes tut, das habe ich schon ganz oft gehört, oh, das ist mein Engel oder du bist mein Engel. Also Menschen verbinden mit dem Wort Engel ein super gutes Gefühl. Leb dein Vertrauen, lass dich führen, setz deine Impulse um.
Doch manchmal sind sie einfach total verdeckt. Das heißt, der Schleier darf weggezogen werden. Dann dafür darfst du dir aber auch Zeit nehmen und dafür musst du dir auch Zeit nehmen. Genauso wie du dir Zeit nehmen musst, wenn du auf Toilette gehst. Es gibt viele, viele Menschen, das weiß ich aus meiner anderen Zeit noch, wo ich in der Pflege gearbeitet habe, wo ich als Arzthelferin gearbeitet habe. Viele Menschen haben Probleme damit, weil sie sich noch nicht mal Zeit nehmen, auf Toilette zu gehen. Und auch dafür nimm dir einfach Zeit und mach dein Toilettenerlebnis auch zu einem schönen Erlebnis und nicht zu einem Erlebnis, oh, schnell, 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 ich muss jetzt auf Toilette gehen. Also, in dem Kurs werden wir auch das Thema Vertrauen in deine Entscheidung bearbeiten. Vertrauen generell ist eine Entscheidung. Erfolg ist eine Entscheidung. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Na, wie mir das vor 20 Jahren mal eine Dame gesagt hat, da habe ich erstmal gedacht, weißt du was, du kannst mich mal. Heute muss ich über meine Reaktion lachen. Vor 20 Jahren wollte mein Kopf nicht. Aber Vertrauen, Erfolg und Glücklichsein ist eine Entscheidung. Und manchmal sendet das Leben dir Prüfungen. Du bekommst dieselbe Situation gesendet. Das ist wie eine Prüfung. Na, wir schauen mal, wie damit umgegangen wird. Und deshalb heiße deine Situation willkommen und schau du in deiner Energie. Und das ist wahre Mindset-Arbeit. Nicht Champagner saufen, durch die Gegend zu reisen und zu fliegen und mit Pumps rumzulaufen und mit einem Kostüm und das als hohe Energie bezeichnen. Also bitte verzeih, wenn ich das so sage, aber es wird oft draußen so vermittelt. Deine Energie ist deine innere Haltung, dass du in schwierigen Situationen auch wirklich auf deine Ressourcen zurückgreifen kannst und wirklich voller Vertrauen und Licht schauen kannst, wie kannst du die Situation gut meistern. Solltest du gerne Sekt trinken, ist das okay. Ich bezweifle allerdings, wenn Menschen sich besaufen, dass Energiearbeit noch so gut funktionieren kann. Also die Diskussion würde ich jetzt gerne mal auslassen, zur Seite schieben. Schau einfach, auch wenn du Pumps magst, finde ich super. Ich finde Frauen echt mega klasse, die super gekleidet sind, Pumps tragen. Ich kann es einfach nicht, weil mir tun die Beine weh und. Und an mir gefällt es mir nicht. Und auch das darfst du wählen. Das sagt aber nichts aus, wie deine Energie ist. Also, manchmal triffst du unbewusste Entscheidungen, die dich einfach daran hindern, deinen Weg zu gehen. Schau, dass du Ja zu dir sagst, dass du Ja zu deinem Neubeginn sagst, dass du Ja zu dir selber sagst, Ja zum Leben, Ja zu deinen Impulsen und aktiviere einfach deine Energie. Ich weiß, das ist ein sehr, sehr langer Podcast geworden. Vielleicht hätte ich ihn für deinen Kopf kürzen können, habe ich aber nicht. Kopf, verzeih mir. Ich wünsche mir, dass die Worte in dein Herz geflossen sind und dass du einfach sagen kannst, ja, damit kann ich was anfangen. Ja, jetzt kann ich es ein bisschen anders sehen. Und ja, das finde ich toll. Und ja, da habe ich auch Bock drauf, mal das Reich der Engel zu erfahren. Und wie ist das denn überhaupt ähnlich mit unserer Ordnung hier auf der Erde? Und wie können wir das vergleichen? Also, wenn du Bock hast auf meinen 5-Wochen-Kurs, den Link findest du in den Shownotes. Und dennoch wünsche ich mir, das Thema Engel und Energie ist mir ein Thema, was mir total am Herzen und im Herzen liegt. Gerade weil ich auch mal vor vielen, vielen Jahren, vor 20 Jahren so durch den Wind war, dass ich beim Thema Engel auch gedacht habe, ist klar. So, und es hat sich jetzt so verändert. Mein ganzes Leben hat sich verändert. Und deshalb
Lass uns mit Energien arbeiten. Lass uns gemeinsam strahlen. Lass uns gemeinsam strahlen auf dieser krass verrückten Reise hier auf der Erde. Und ich lade dich herzlich ein, mir zu begegnen in mein Energiefeld. Und dass wir in 5 Wochen Wunder kreieren können und dass du auch erkennst, was sind deine Schritte und dass du auch erkennst, dass wenn du begeistert bist von dir, wenn du Kontakt zu deinem Spirit hast und zu all dem, was für dich ansteht, dann geht's dir einfach mega, mega gut. Also, lass uns gemeinsam in deinen Neubeginn gehen. Du liest in dem Kurs, dass es Termine vor Ort gibt. Das sollte dich nicht abhalten, denn an den Terminen vor Ort, manch einer kommt gerne hierhin und manch einer kann an dem einen oder anderen Tag nicht oder gar nicht. An den Tagen, die dort feststehen, streamen wir das live oder du kannst über Zoom live dabei zugeschaltet sein. Das heißt, du kannst deine Fragen stellen und. Und der Kurs findet in der Facebook-Gruppe statt, mit Lives statt. Du wirst viele Übungen bekommen. Wir werden viele Reisen machen und ich freue mich auf dich. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Überraschungen liebe. Und wenn dann der Kurs zusammensteht mit allen Teilnehmern, dann erst werden sich alle Themen ergeben. Aber sei dir sicher, dass deine Themen dabei sind, weil die kommen schon plupp durch die Anmeldung mit hineingeflogen. Ich freue mich auf dich und ich wünsche mir, dass du jetzt das Thema Engel auch ein bisschen anders betrachten kannst. Love and Lux, L-U-G-S. Lass uns gemeinsam strahlen, deine Alexandra. Du bist bereit, in dein volles Potenzial zu gehen und möchtest regelmäßige Anregungen? Dann trage dich auf www.herzkanal.com kostenlos in unseren Montagsimpuls ein und erhalte exklusive Inhalte. Möchtest du deinen Entfaltungsprozess aktiv und positiv gestalten? Dann nutze ein kostenloses Erstgespräch oder treffe Gleichgesinnte in unserer Facebook-Community. Alle Links findest du in den Shownotes. Finde jetzt zu deinem hellsten Strahlen, finde zu dir, zu deiner Sternstunde.